Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Da ist ein Safe. Wir sind auf der Suche nach einem Camp-Versteck. Das war folgende. Wir haben im letzten Part eine Junkie-Notiz gefunden. Das werden wir natürlich dann erstmal machen. Cool. Cool. 38er Patronen. Kronkorken, Schriebpatronen und Vorkriegsgeld. So. Ein Kühlschrank. So, weiter geht's. Ein halbes Haus, wo nichts drin ist. Ein einsames Sofa. Da ist Bunker Hill, da wollen wir aber jetzt nicht hin. Wir kümmern uns mal um die Drogen. Damit die nicht in falsche Hände kommen. So. Ist das noch ein End oder meine ich das nur? Auch Schnellreise machen können hier. Bei Conti Crossing kommen wir vorbei, dann können wir abladen, Schrott oder so. Genau. Drug Den, da waren wir auch noch nicht drin. Na komm, gehen wir mal da rein. Erst. Habe ich Lust zu. Wieso nicht? Gehen wir da mal rein. Vielleicht finden wir da auch etwas. Licht anmachen. Vielleicht finden wir eine kleine Geschichte. Psycho. Ich glaube, da draußen ist wer. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an, durchzudrehen. Warum schon mal hier? Zerleg sie! Verdammt! Kronkorken 308er. Ich zeige dem 50 Scharfschützengewehr. Nehmen wir mit. Was geht ab? Was geht ab? Zuckerpuppe. Ich hat's erwischt. Was geht ab, Zuckerpuppe? Kronkorken Kaliber 50, 556er. Oh, sonst zwei Sturmgewehre und hier meine Kronkorken, welche wir haben. Gib mir. Danke. Ja, nett. Ah, es geht noch weiter hoch. Unten war auch noch ein Loch in der Wand. Oder nicht? Ja, hallo YouTube. Das Spiel hatte sich aufgehangen. Deswegen müssen wir alles nochmal von vorne machen. Ja. Wir schleichen uns rein. Klauen erstmal hier nochmal die Sachen. Und Aluminium nehmen. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Irgendjemand dröhnt sich zu oder was? Was zum Teufel war das? Hier drüben!
Eröffne das Feuer! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Finde den Feind! Finde den Feind! So wird das bei uns hier erledigt. So. Speichern. Falls das Spiel wieder hängt. So, was hattet ihr denn Schönes nochmal? Kronkorkenkaliber 50, 556er, Sturmgewehr kannst behalten. Kronkorken 308er Steampack. Ich habe keine Waffe als 308er, oder? Schallgedämpft, ja komm. 76 Schaden, 185 und 92. Was haben wir denn? Wir haben... Doch, wir haben ja hier plasmamächtig Jagd. Feuerrate 3. Endloskampflinte haben wir. Scharfschützen, Gamma-Kanone. Ach, den Vorschlaghammer habe ich auch noch. Schnellzieher, mächtige Automatik. Taktisch 44er. Ah, hier habe ich... Ja... Schallgewehr 50er Scharfschützen. Ja, meins ist besser. Gut, aber ich bin gerade überlegen. Hier habe ich Schrot. Wo habe ich noch Schrot? Alles mächtig, 308er. Hier Schrot, mächtig, Flinte. Warum schleppe ich die eigentlich mit mir rum, wenn ich doch unten eine bessere habe, die hier? Ich nehme mal alles doppelt mit, das ist auch ein bisschen Comic-Greedy. Wir gehen mal hoch. Schauen wir mal, was hier oben noch gibt. Eigentlich nichts. Da geht's wieder raus. Na toll. Doch, eine Kiste. So. Puh, nichts Besonderes. Kronkorken und Psycho. Das sind einfach zwei Raider gewesen. Die hier ein Liebesnest hatten. Ja. Gut. Nett war's. Jetzt suchen wir aber weiter nach diesen Drogen. Mündungsfeuerdämpfer und Bremsen verringern den Rückstoß automatischer Waffen. Ich glaube, das muss ich mal machen, weil ich merke, wenn vor allen Dingen die kleine Handwaffe, die wackelt ja ganz schön. Meine Automatik 10 mm. Also die zieht ja weg wie nichts, wenn ich damit schieße. Ich glaube, das muss ich mal noch mal schauen, ob ich es schon drauf habe oder nicht. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr auf der Waffe, dieses Rückstoßding da. Na komm jetzt aber. Aufgrund der für Schrotflinten charakteristischen Streuung verursachen sie umso mehr Schaden, je dichter sie vor dem Ziel abgefeuert werden. Aha, aha, aha. So. So. Wo sind wir? Oben. Das ist auch wieder so ein Farbenfehler. Ah, hier ist noch eine Matratze. Wer bist du? Ach, ist es der Doc Weathers? Ach, den brauchen wir nicht. Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Wirklich ein Doktor? Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-Retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Michael. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Sag mir, was nicht stimmt. Ich habe die passenden Lösungen. Ja, gesund. Ich bin ziemlich mitgenommen. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. So. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nichts. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Gut. Ach, Strahlung hatten wir aber. Ja, komm, also deswegen... So. Sind wir schon wieder hier? Eieiei. Wo müssen wir denn jetzt hin? Karte.
das überhaupt noch? Ist mir rein. Doch da. Hä? Ja, hier rüber. Ja. Nett. Mit Bier. Ist auch eine schöne Aussicht. Also, ja, ich denke, für die ist es heutige Zeit dort, ist es eine schöne Aussicht. So, wo müssen wir denn hin? MacReady, komm. Sie hat auch noch kein Kennst Haus. Du die Farm, die von Kühlen bestellt wird? Ja. Wahnsinn, oder? Ja, kenne ich. Ist das hier? Nein, glaube ich nicht. Dann würden mir schon Meterzahlen angezeigt. Aber wir können mal hier entlang. Möchtest du unbedingt zu leuchten anfangen, oder was? Sorry. Du oder ich? Ja, wir sind bei County Crossing. Kronkorken 45er 10mm Patronen. Ja. Sieht ich da. Will nur ein bisschen handeln. Na klar. Du siehst lustig aus. Nee, ich will nichts handeln. Ein einfaches Leben ist das nicht. Das stört mich ein bisschen jetzt beim Spielen, weil wir bauen ja nicht. Was be when you. Achso, okay. Ja, ich muss hier sein, um das zu aktivieren. Deaktivieren. Ah, gut, ist deaktiviert. Okay. Weil das Roten war schon ein bisschen. Ja. County Crossing. Wo ist MacReady? Hey! Was willst du? Ich wollte dir was geben. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, Schatz, ist nötig. Ich gebe dir mal auch so eine Nahkampfwaffe. Du hast ganz schön viele Waffen. Brauchst du die eigentlich alle? So. Ich habe doch... Wo ist dieser Hammer? So. Munition hast du, sehr gut. Und Waffen. Gut, weiter geht's. Wie schaut's hier aus? Müssen noch ein paar Schlafsäcke anbringen. Oh ja. Ich glaube, ich habe dich gestern Nacht herumlaufen gehört. Alles in Ordnung? Hab nur schlecht geträumt. An einer Todeskrankheit ist mir alles zerfetzt. Danach konnte ich nicht mehr schlafen. Probier's mal mit einem Drink vorm Einschlafen. Wie funktioniert das? Ja, machen wir ein bisschen Schutz hier hin. Wollen wir mal nicht so sein. Selber das einteilen. Und der letzte Händler, der hier durchkam, hat mir von der Ghoul-Farm westlich von Zane erzählt. Ich stell die einfach irgendwo hin, Hauptsache die haben erstmal Schutz.
Straße wird bewacht. Oh, hier haben wir sogar einen Tümpel, wo wir Dingens Wasser. Ja, dann, wenn wir schon mal da sind. Ich will mal eben gucken. Ach, was ich vergessen habe zu erzählen. Jetzt fällt es mir ein. Ich habe mir Farhaber gekauft bei Steam. Habe es auch installiert. Da kommen so Käfige irgendwie. Farhaber und was war das noch? Das andere Westland. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da jetzt ein paar Sachen gekommen. Was ist das? Schutz. Achso. Schutz. Wachposten. Ah, Fallen kann man bauen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo Farhaber hier im Spiel ist. Ich habe da noch gar nicht so geguckt. Und ob man da überhaupt das ist ja interessant. Buchstaben. Das ist ja cool. Das Alphabet. Und was soll das? Ja, steht doch gut da. In verschiedenen Farben. Da können wir unsere Städte, können wir ein Schild aufbauen, wie sie heißen sollen. Ja, eigentlich habe ich das jetzt nicht gesucht. Energie, sonstiges. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Mann, ich bin aus dem Konzept jetzt gekommen. Ja, Farhaber habe ich jetzt. Und was suche ich denn überhaupt? Ja, das ist Farhaber und das andere ist hier. Wasteland oder so? Moment. Ne, kann man jetzt nicht sehen. Sonst hätte ich euch das gezeigt, wie das heißt. Ich hab's vergessen. Warehouse ist also alles. Oh, nette Treppen. Können wir in unsere eigenen Stall bauen? Strukturen, Türen? Haben wir auch hier. Neue Türen. Ich wollte eigentlich nach Wasser schauen. Was ist denn schon wieder? Wer ist wo, wie, was? Wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Keine Ahnung. Von denen angegriffen.
Ja, weil halt das Gebiet so groß ist. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ich wollte euch Wasser machen und ihr macht hier. Aber ich habe festgestellt, ich habe gar keinen Gummi. So. Jetzt nochmal. Jetzt habe ich nämlich das gefunden. Nein, Schwitz wollte ich nicht. Ich wollte Wasser. Keramik. Benötigt 4, produziert 10. Dann machen wir unsere Standard. Oder haben die noch was? Womaker. Power, Furniture, Fences, Crafting, Food. Food? Ach so, nee. Nee. Machen wir hier einen großen. Großen. Hier 40. Wo wollten wir den hinmachen? Wollen wir da einen Strom? Geht den Tümpel hier rein? Irgendwas Neues von deinem Bruder? Noch nichts. Er ist schon so lange verschwunden. Da gibt es kaum noch Hoffnung. Tut mir wirklich leid. Ich brauche jetzt natürlich Strom. Ich wollte doch nicht bauen. Keramik. Ich will keine Keramik mehr. Puh. Harter Tobak. Wie viel Strom braucht er denn? Ach. Ja, ist auch blöd da. Schlafstelle. Komm mit. Der braucht 5 Strom. Oh je, Mimi. Was ist das denn? Nehmen wir den hier. Oh, wer ist der große? Das kostet mir jetzt auch so viel. Ich stelle hier noch so klein daneben und. Habt ihr auch Schutz habt ihr und ich gehe jetzt weiter in die Richtung. Ah, der hat ja, Strom. Ich habe auch nur einen Laden dahingestellt, um eventuell hier zu handeln. Irgendwann mal. Schon wieder übers Wasser. Da fliegen Autos runter. Na toll. Die Brücke sieht so komisch aus. Was haben wir hier Schönes? Rüstung. Ach, nur so ein Pilz hier, so ein leuchtender. Ja gut, ich würde sagen, wir sind jetzt fast da. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, würde ich mich sehr drüber freuen. Und mir bleibt nur eins zu sagen. Ich bin weg. Adios.